So, meine Freunde, mal wieder eine schöne Geschichte. Ja? Wir schreiben das Jahr 2024. Ja, wir sind unterwegs mit der Deutschland-Crew in den weiten Galaxien von Deutschland, um Deutschland besser zu gestalten. Ja, und das findet im Jahr 2024 statt. Hört sich gut an, oder? Wir sind nicht auf der Enterprise, wir befinden uns in Deutschland. Und für 2024 wünscht sich die Crew Deutschland, dass wir ganz klar endlich aufstehen. Am 8.1. machen es die Bauern ja vor. Mega. Dafür wünsche ich mir natürlich, dass danach endlich mal die Vernunft und die Gerechtigkeit in Deutschland wieder herrscht und regiert. Und das kann nur dann passieren, wenn die Roten, die komplett versagt haben in der Ampelregierung, dann haben wir 15%, eine Sektenpartei, 15% oder 14%, ja, na, das sind die Grünen, komplett ideologisch verdummt, dürfen Deutschland regieren und dennoch 5%, was die FDP noch hat, ja, die bewiesen hat, wie Verrat, wie Verräter regieren. Und diese drei Parteien sind dafür verantwortlich, dass wir gerade aktuell tief im Keller gefallen sind. Die Sicherheit ist komplett destabilisiert, die Wirtschaft landet im Keller und niemand von diesen drei Parteien ist in der Lage, das Schiff wieder nach vorne zu bringen. Ja, das Einzige, was jetzt hilft im Jahr 2024, ist, dass endlich eine komplett demokratische Partei die Chance bekommt, mal zu beweisen, ob sie das auch können, was sie allen versprechen, nämlich bürgerfreundliche Politik für Deutschland. Ja, dafür steht die AfD. Die müssen natürlich mit an der Macht und natürlich mit uns von der CDU. Aber nur dann, wenn wir von der Werteunion mit bei dieser CDU mitwirken, dabei sind. Ja, dann wollen wir als allererstes, damit auch die CDU wieder Vertrauen gewinnt, als allererstes die ganzen Merkelianer eine rote Karte zeigen. Weg, wir sind jetzt mit im Boot und würden zeigen, zusammen mit der AfD, dass man auch eine vernünftige Politik machen kann und eine bürgerfreundliche Politik für Deutschland. Das würde ich mir wünschen, dass wir das wo irgendwo finden in den Galaxien der Enterprise alias Deutschlands. Daher wünsche ich euch nochmal, ja, für 2024 ein gesundes und ein erleuchtendes Jahr 2024. Nämlich, wenn die CDU jetzt nicht endlich aus dem Arsch kommt und ganz klar sagt, die Brandmauer weg. Werteunion, ihr kommt zu uns, ihr habt da komplett kompetente Leute bei euch. Markus Krahl, Hans-Georg Maaßen, das ist eigentlich der absolute aller. Wir von der Werteunion sind 100% Demokraten, die auch patriotisch denken. Nämlich, so muss man denken, wenn man Politiker ist. Zuerst kommt das eigene Land. Da muss es alles funktionieren, ja, damit der Bürger, wir das Volk glücklich sind. Und dann kann man woanders helfen. So muss das sein und das wünsche ich mir. Mal schauen, ob das alles eintrifft. Euer Michael Kur von der Werteunion. Wir reden Klartext.